Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS22 Hauteballon auf der Haude. Es geht wieder in die nächste Runde. Ich muss aber jetzt kurz mal ganz kurz raus Turborinon. Ja, okay, das ist meine Schuld. Ja, okay, passt schon. Alles gut. Wir sind fertig mit Dreschen ja geworden und wir haben jetzt hier noch einen vollen Anhänger, halbvollen Anhänger stehen. Den fahren wir jetzt als erstes zur Mühle. Auf dem Rückweg bauen wir natürlich die Plattform darauf, da drauf. Warte mal, wir müssen ja mal gucken. Wir können nichts ansehen, ne? Kein Gäste ansehen, erst im September. Heißt, wir schicken aber trotzdem helfertechnisch jetzt schon mal einen Fast-Truck mit. Ne, wir haben ja Direktzahl, ne? Ja, dann ist eh wurscht. Hat sich schon erledigt, weil. Wo fahre ich denn hin, Alter? Wir müssen erst zur Mühle, dann zum Händler. Weil ich. Ne, was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich sagen? So, mal ganz so. Ich wollte. Ach, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall ist heute, glaube ich, Mittwoch. Ich habe keine Ahnung. Weil ich wahrscheinlich. Ach, ich vergesse. Ich sage immer, ich denke immer, ich weiß, wann die Tage sind, wann ich was hochlade. Aber in Wahrheit weiß ich es gar nicht. Und manchmal ist es dann zufällig so, dass ich es doch richtig mache. Aber dann meistens ist es dann doch nicht richtig. Oder ab und zu ist es nicht richtig. Ich weiß nicht, ob es öfters richtig ist oder manchmal nicht richtig ist. Ist auch egal. Ich weiß, dass auf keinen Fall Montag ist, weil nämlich die erste Folge Ship Guardiart für die Woche war Montag. Und ich gehe mal davon aus, dass es einfach heute Mittwoch ist. Das heißt, gestern kam Skywalker Saga dazu ganz kurz. Ich habe es den Ship Guardiart schon gesagt, aber das Projekt sehen dann doch ein, zwei Leute mehr. Es wird. Entweder kam gestern ein Video, falls nicht, ist das egal. Wir werden das Spiel spätestens Samstag oder Sonntagnachmittag in einem Stream zusammen anzocken. Also, wie gesagt, spätestens Samstag oder Sonntagnachmittag für ein, zwei Stunden werden wir das anzocken. Und dann werden wir die Woche drauf da auch Videos mitmachen. Das heißt, es könnte ab nächster Woche sein. Es könnte ab nächster Woche sein, dass es an manchen Tagen zu doppelten Uploads kommt. Das ist ja das, was ihr alle wollt, worauf ihr Bock habt. Nee, weiß ich nicht. Es hat noch keiner danach geschrien. Auf jeden Fall. Kann sein, ich freue mich drauf, weil ich habe Bock auf. Ich habe im Moment macht mir echt jedes Projekt Spaß. Egal ob das Ship Guardiart ist, How to Belong, ob das die Skywalker Saga sein wird. Dann haben wir jetzt angefangen, wieder ins Online-Casino reinzugehen. Staffel Nummer 2. Da geht es die Woche auch doppelt. Wir haben nämlich Doppelbesetzung. Wir haben zwei Folgen. Da werde ich euch. Ich denke mal. Oh shit, Alter, dann ist heute gar kein Mittwoch, dann ist heute Donnerstag. Dann kam nämlich gestern die eine Casino-Folge und die andere kommt am Samstag. Dann kam nämlich gestern das Freispiele-Video mit Book of Tooth, wo wir die Freispiele rausballern. Und am Samstag, meine Damen und Herren, geht es das erste Mal für mich und das erste Mal auf diesem Kanal ins Live-Casino Blackjack. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil. Es ist halt echt, ne? Also du spielst, das ist ein echter Dealer, es sind echte Leute da. Klar, es ist online und es ist halt nur live. Aber ich habe trotzdem Bock. Und ich habe ein gutes Gefühl. Aber vorher spielen wir jetzt noch eine gute Runde hier. Farming Simulator hier auf der Haude. Zwei Folgen muss ich machen. Das ist die erste Folge. Wir sind bei 4 Minuten und 20. Und. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal ganz gediegen und entspannt unseren Anhänger zur Plattform. Und dann geht's los. Das heißt, ich habe die Woche echt wenig Videos aufzunehmen. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen Bonuszeug auf. Paar Reactions stehen bestimmt noch an. Oder. Ja, mal schauen. Wahrscheinlich nur ein paar Reactions. Ja. So guckt das jetzt aus aktuell. Und ja. Ich bin ziemlich gespannt, wie es weitergehen könnte.
Es gibt jetzt einen Real Dirt Mod, habe ich hier gerade auf Kornhub gesehen. Den könnte man mit reinnehmen. Ach ja, wenn wir eh schon bei Mods sind, ne? Neue Woche, neue Mods, meine Damen und Herren, ne? Ist nur einer dazu gekommen. Und zwar die Deutz Serie 7. Einfach der alte Sima Deutz, wie ihr ihn kennt und liebt in Warrior und keine Ahnung, die verschiedenen Dinge halt. Felgenfarbe können wir sogar noch ändern. Weiß. Warte, warte, normalerweise. Achso. Ja. Einfach hier. Zieh mal Deutsch, ob wir den benutzen oder nicht. Sei mal dahingestellt, wie bei den meisten Mods, ob wir die jetzt benutzen. Weiß immer niemand. Das weiß einfach nur. Nur Gott weiß, ob wir die benutzen. Ja, so schaut's aktuell aus. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir brauchen Dash da. Confirmen und machen dann da die Plattform draus. Fuck, habe ich jetzt irgendwas verkauft? Nee, ne? Gut. Ach, der Anhänger sollten wir mich mitnehmen. Naja, gut. Machen wir die Plattform draus. Ich denke mal, wir werden dann als erstes den Salat aufladen. Uah. Und dann, wenn den Salat aufladen und das Brot aufladen, wenn das Verkaufen fahren. Wir müssten auch erstmal spulen, ne? Weiter spulen. Ja, wenn wir weiter spulen, können wir auch Mehl aufladen, ne? Oh, Leute, Leute, Leute. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Auf jeden Fall. Oh, shit. Den Anhänger hat. Oh. Nee, ich wollte eigentlich das abhängen. Das hat einmal jetzt komplett aus dem Leben gekickt. Ich hoffe, der schlängelt sich dazu rum. War fair. Fast perfekt. Übrigens, ich habe jetzt die erste Modmap ausprobiert, Freunde. Seit der LS draußen ist. Nämlich die Frühlingsmap. Da habe ich im Multiplayer mit einem Kollegen ausprobiert. Grüße gehen raus an Lukas. An den Lukas. Grüße gehen raus. Okay, jetzt reicht's auch wieder. Habe ich ausprobiert. Ist eine schöne Map. Hatte auch bisschen Gedanken dabei, dass wir vielleicht ein Projekt drauf machen, aber da wird wahrscheinlich nichts draus erstmal. Wir müssen mal schauen. Ich habe Bock, mehr LS mit euch zu machen. Und zwei Folgen Haude ist halt nicht gerade viel, meiner Meinung nach. Aber. Und wir hätten. Also, ich hätte die Lust und eigentlich auch die Kapazität, um das fachmännisch auszudrücken, mehr LS zu machen. Aber ich habe keinen Bock, so ein Projekt zu machen. Nur Forst, nur Weinbau, nur Tiere, nur irgendwas. Das ist, finde ich, nicht so geil, diese spezialisiert auf ein was, ne? Weiß ich nicht, schwierig. Kann man machen, finde ich aber irgendwie schwierig. Lass das offen. Finde ich schwierig, 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 das zu machen. Deswegen müssen wir da einfach mal schauen, ob man da irgendwas mache. Na, irgendwie, ich mag das nicht so, weil, wisst ihr, diese, ja, nur Oldtimer, nur Forst, nur dies, nur das. Weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. So, wir brauchen wahrscheinlich Wasser, müssen wir auch fahren, ne? Wäre schneller gegangen, wenn wir hingelatscht, ne? Mehl läuft, ist nichts drin. Brot ist ein bisschen was drin. Was steht da? Mehl haben die noch. Wasser ist noch halb voll. Wir werden jetzt aber erstmal die Paletten aufladen. Und dann werden wir uns ums Wasser kümmern. Ja. Dann werden wir uns ums Wasser kümmern, wenn wir die Paletten aufgeladen haben. Ich denke, dass immer die Folge gut beschäftigt mit den Paletten. Immer zwei sollten machbar sein. Der Anhänger steht schon sehr weit weg. Er ist wurscht. Lass mal da stehen, wo er steht.
Übrigens, wir könnten mal wieder auf dem privaten Spielstand streamen. Weil da geht's momentan echt steil. Weil ich komme der Biogas immer näher. Und mit der Biogas kommt dann theoretisch auch das Rü die Rüben-Action und so weiter. Also es wird jetzt langsam wild. Ich habe Bock eigentlich direkt darauf weiterzuspielen. Ich sag's euch, wie es ist. Aber wie gesagt, jetzt aktuell die nächsten Streams sind jetzt nächstes oder dieses Wochenende wäre Star Wars. Und ich weiß es nicht, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass wir das übernächstes Wochenende auch direkt nochmal streamen. Wenn es so krass bockt, wie es bocken muss, weil die Lego Star Wars, das ist halt. Du, es vereint so viele Sachen. Es vereint einmal die Lego Games. Lego Games waren schon immer geil. Es gab manchmal besser, manchmal schlechter, aber wenn ich jetzt euch anfange aufzuzählen, ne? Lego Chima, Lego City Undercover, Lego City Undercover Chase Begin, komplette Saga, Lego Star Wars, The Clone Wars, Lego Marvel, Lego Batman, sind alles echt geile Spiele. Lego Hobbit, Lego Herr der Ringe, Lego Fluch der Karibik war auch, oder Leute, Alter, Lego Movie, The Videogame, Teil 1. Teil 2 war nicht so geil, ist das einzige Lego-Spiel, wo ich wirklich sage, das hat mir nicht so gefallen, wobei auch der Film kacke war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der erste Teil, der war so unendlich geil. Da müssten wir eigentlich auch mal reinschauen zusammen in Lego Marvel, nicht Lego Marvel, in Lego Movie, Videogame, Teil 1, nicht in 2, in 1. Müssten wir eigentlich auch mal zusammen reinschauen in einem Stream oder so. Wir müssen es ja nicht durchspielen. Aber einfach mal anzocken. Ich hab's ja, das Spiel hier auf dem PC. Das heißt, ich müsste mir nicht kaufen. Also vor allem, also das wäre das Erste. Einfach diese Geilheit der Lego-Spiele. Ist schon mal das Erste. Dann das Zweite wäre einfach Star Wars wieder. Ein neues Star Wars-Game. Mit dem Ende von Battlefront. War es das eigentlich mit den Star Wars Spielen im Moment? Also als Battlefront die Server oder den Support beendet hat, war es das mit den Star Wars Spielen, meiner Meinung nach? Hat keins mehr irgendwie gebockt. Dieses Squadrons habe ich gar nicht gespielt, weil da hatte ich echt gar keine Lust drauf. Und Jedi Fallen Order wollte ich spielen, habe aber dann eigentlich so viel Gutes gehört. Deswegen habe ich es jetzt erstmal gelassen, kann noch sein, aber muss nicht sein. Und endlich wieder ein Star Wars Spiel. Das ist schon mal das nächste. Lego-Spiele waren eigentlich nie schlecht, das heißt, es kann nur ein gutes Star Wars Spiel werden. Ich lehne mich halt jetzt echt weit aus dem Fenster. Am Ende wird es halt übelst der Flop, aber ich glaube es halt eben nicht. Dann einfach Kindheitserinnerungen, weil wie viele Stunden ich in Lego Star Wars The Clone Wars reingerendert habe. Ich habe das Spiel auf der Wii gezockt, auf dem Nintendo gezockt, auf der PlayStation 3 gezockt, auf der Xbox 360 gezockt. Ich glaube auf der PlayStation 4 auch. Da bin ich mir aber jetzt gerade gar nicht sicher, ob das Star Wars dabei war. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Und auf dem PC habe ich es dann auch noch mal gespielt. Und auf dem PC war es dann auch das erste Mal, wo ich es zu 100% durchgezockt habe. Das war also wirklich allein diese Star Wars Lego Spielerinnerung. Also ich finde Lego Spiele geil, Lego Star Wars Spiele mega geil. Also da gebe ich euch Unterschrift drauf. Und ich freue mich richtig auf das Spiel. Ich hoffe, dass das. Also, das wird kein Flop. Also, wenn das ein Flop wird, dann habe ich das Vertrauen in die aktuelle Videospielproduktionszeit echt verloren, weil es kamen echt viele Drecksspiele raus in letzter Zeit. Es ist nichts Geiles angekündigt aktuell, außer Lego Star Wars und ein paar einzelne, die okay sind, aber jetzt, wo ich nicht sagen würde, die sind echt geil.
Wie zum Beispiel Strong Wars oder so, ne? Oder dieses Goldsucherspiel, dieses neue, ne? Das sind alle so okay, sind angekündigt, kann man anschauen, aber da ist jetzt der Hype nicht so, da sweat ich nicht drauf, wann kommt es, wenn die Nachricht kommt, ein Spiel auf ihrer Wunschliste ist erschienen, dann freue ich mich. Und wenn die Nachricht nicht kommt, dann denke ich an das Spiel eigentlich gar nicht, ne? Also ihr versteht es. Und ich hoffe einfach, dass dieses Lego-Game, das wird kein Flop. Wenn es einer wird, dann habe ich die Hoffnung wirklich verloren in die Videospiel, in die aktuelle Zeit der Videospiele. Aber wir führen das einfach im nächsten Teil fort. Bis dahin, ciao.